Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video hier aus meinem Büro. Ich habe einen kurzen Zwischenstopp in Wien. Weil ich hier noch Werkzeug und Material hole und fahre gleich wieder weiter. Das heißt, ich kam jetzt gerade eben aktuell heute Nacht aus der Schweiz retour. Ja, fahre jetzt auch gleich wieder weiter. Aber ich habe gesagt, okay, ich drehe jetzt noch mal schnell ein Video ab. Deswegen hatte ich jetzt ein Büro, weil das Studio wie ich hier gerade herumgebaut und hier gerade World Tour Store und etc. 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 Als allererstes. Ein riesen Dank an alle für die eigentlich sehr netten, wirklich netten Kommentare und Nachrichten, die ich bekommen habe über mein letztes Video. Also ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, da hier einen riesen Shitstorm zu bekommen, weil ich ja normalerweise mit Verordnungen und Kältemitteln und was die Leute falsch machen oder nicht falsch machen hin und her, das hört man ja im Internet oft gar nicht so gerne. Okay, der ein oder andere hat es auch ein bisschen missverstanden, mein Video, um was da eigentlich geht. Oder um was ich eigentlich damit sagen wollte, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also durch die Bank alle Kommentare, Respekt, Dankeschön. Vielen lieben Dank dazu nochmal. Dann fangen wir mit dem nächsten Thema an und das ist auch wieder, sage ich mal, so ein Thema, hat jetzt mit Technik vielleicht im Großen und Ganzen vielleicht nicht viel zu tun. Das ist alle, die das jetzt heute wieder das Lehrvideo sehen wollen, würden, werden wahrscheinlich ein bisschen fehl am Platz sein oder auch vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich habe hier so immer wieder Anfragen über die Thematiken Werkzeuge. Ja, so, ich will jetzt hier auch keine Werbung machen, also deswegen bin ich auch bewusst jetzt im Büro und nicht im Tool-Store draußen, weil dann kommt es auch wieder rüber, jetzt macht der Werbung für den Tool-Store, will ich jetzt rein gar nicht machen, sondern es geht um die Anfrage, hey du, ich fange mit Kälte-Klimatechnik an, ich mache mich selbstständig oder ich will mich selbstständig machen, was brauche ich dazu, etc., etc., etc. Brauche ich immer so ein High-End-Werkzeug oder muss ich bla 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 hin und her? Das heißt, ich widme dieses Video heute an alle da draußen, ja, die klein anfangen wollen als Kältetechniker selbstständig zu arbeiten oder in die Kältebranche mit einsteigen wollen. Ich möchte mal ein bisschen zurückspulen. Brauche ich High-End-Werkzeug? Natürlich braucht man High-End-Werkzeug. Das ist immer so, der erste. Man kann nie das beste Werkzeug. Nein, komm, Leute, Scherz beiseite. Worum geht es uns? Die Regel Nummer eins, und das ist das Einzige, was ich als Selbstständiger vielleicht in meinem Leben damalige Zeit mal richtig gemacht habe. Ich habe sehr, 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 sehr viele Fehler gemacht. Ich glaube, eines, was ich richtig gemacht habe, ich habe klein angefangen. Ja, also ich denke mal zurück, wie habe ich angefangen zum Arbeiten? Ich habe einen alten analogen Manometer gehabt, den habe ich irgendwann mal repariert. Also ich habe mir wirklich mein Werkzeug gebraucht und irgendwo daher geholt aus Mülleimern hin und daher. Ja. Ich habe bis vor kurzem noch mit diesem Werkzeug auch aktiv, klaro doch habe ich neue Messgeräte, klaro doch habe ich die neueste Manometerbrücke von dem und dem und dem Hersteller, natürlich, ja. Und viele, die meine Videos schauen, sagen natürlich auch sehr häufig, naja, du kannst ja hier gut herumirren, du bist ja selbstständig, du bist ja in einer gewissen Größe und du hast natürlich auch noch Werbeverträge auch noch mit den ein oder anderen Partnern und bekommst ja alles geschenkt hin und her, bla bla. Also erst einmal, um das hier mal vorab auszuschließen, 99% oder 98% des Werkzeuges, was ich bis Sitz habe ich mir selbst gekauft. Ja, ich habe Sponsorverträge und ich habe beziehungsweise diverse Werbeverträge, wo mir Leute Produkte einfach zuschicken, wo ich entweder ein Video drüber mache oder einfach mein Feedback darüber schreibe. Ja. Und ich darf mir meistens dann das Werkzeug auch behalten. Also ja, das existiert und das mache ich auch. Aber mit dem Werkzeug, mit dem ich aktiv arbeite, habe ich den größtenteils wirklich selbst gebaut. Das ist vielleicht eine Veto-Tasche, die ich geschenkt bekommen habe, die ich verwende, ein Veto-Rucksack, den ich geschenkt bekommen habe und vielleicht so die ein oder anderen Rohrschneider und hin und her, die ich immer zum Testen bekommen habe. Ich gesagt habe, okay, ist cool, mag ich haben, habe ich mir auch gleich mal im Sortiment gelassen. Aber das meiste habe ich mir selbst gekauft. Nur weil meine Firma auch noch eine gewisse Größenordnung hat, heißt noch lange nicht gleich im Atemzug, dass ich Geld habe, mein Geld einfach für Werkzeug rauswerfe. Ja. Das tatsächlich mal nicht. Ich glaube, welche Größe man ist oder egal was man tut, was man macht, ich kann nicht auch einfach so handieren und mir jedes neueste Werkzeug kaufen, weil das ist natürlich ein riesen Kritikpunkt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Werbung-Video mache über Bosch, über ein Lexus-Gerät oder sonst was in Richtung, die Leute, hey, nein, ich kann mir das nicht leisten. Ja, verständlich.
Und ich verstehe das, glaube ich, mehr als wie viele andere Unternehmen. Oder wahrscheinlich verstehen das wahrscheinlich 98% der Unternehmen. Ich kann mir auch nicht jedes Werkzeug, was ich gerne haben möchte, leisten. Heißt noch lange nicht, dass ich es nicht kaufe. Meistens kaufe ich es mir, ärgere mich nachher damit, weil ich wieder Geld ausgegeben habe für unnötiges Werkzeug. Aber Hauptsache, ich habe bald einen vergoldeten Blödbrenner. Ich habe sehr klein angefangen. Ich habe wirklich mit Werkzeug angefangen, was ich irgendwas mühe. Und ich, wie gesagt, ich habe vor kurzem noch damit gearbeitet, bis es mir ja in Schweden gestohlen worden ist. Also vor kurzem, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, wo mir das Werkzeug gestohlen worden ist. Und in dieser Werkzeuggarnitur, die ich da mitgehabt habe, war sehr viel von meinem alten Werkzeug dabei. Zum Beispiel meine analoge Manometerbrücke. Meine erste analoge Manometerbrücke, die ich mir damals irgendwo, ich weiß nicht, von Müll oder ich weiß nicht, wo ich sie her habe, da hatte ich die Brücke und ich habe mir dann einfach nur die Aufsätze, die Manometer selber dazu gekauft, weil die kaputt waren, habe die getauscht, habe das alles gereinigt, gesäubert, geputzt und mit denen habe ich angefangen zum Arbeiten. Und ich brauchte nicht mehr und ich würde bis heute tatsächlich nicht mehr brauchen. Eine digitale Manometerbrücke, natürlich ist sie geil. Ich verwende sie ja auch tagtäglich, ja, wenn ich unterwegs bin, weil ich habe gleich direkt eine Vakuumsonde vielleicht dabei, dass ich richtig evakuieren kann. Ich habe unterschiedliche Kältemittel, wenn ich mit vielen unterschiedlichen Kältemitteln arbeite. Ich habe irgendwelche Druckaufzeichnungen, die ich machen kann bei der Druckprobe etc. etc. Ich habe eine App-Steuerung, ich kann das Ding einfach anhängen und kann mit dem Handy draufschauen, ich kann mitloggen. Natürlich haben all diese Geräte haben natürlich massive Benefits, ja, die mir das Leben erleichtern, die das Leben natürlich etwas bisschen professioneller machen, die ein bisschen Stand der Technik sind. Aber heißt noch lange nicht, dass ich es für meinen Job brauche. Ich kann mit der analogen Manometerbatterie und wenn ich mir die irgendwo auf eBay Kleinanzeigen hole oder irgendwo, ich weiß nicht woher, daherziehe vom Wish, ich meine, okay, ob die dann wirklich tatsächlich so genau sind, lassen wir mal dahingestellt. Und ich bin nicht derjenige, der sagt, ja, nur weil das jetzt günstig ist, dass es schlecht ist. Definitiv nicht. Überhaupt nicht. Ich bin der Letzte, der irgendetwas sagt. Es muss jetzt die 600 oder 700 oder 1200 Euro Manometerbatterie sein. Bin ich nicht. Ja? Ich habe genauso klein angefangen. Ich habe genauso mit ganz, ganz viel. Ich habe meine Schraubendreher in Aktion beim Baumarkt geholt. Ja? Also ich habe mir damals noch nicht einmal irgendwelche Markenschraubendreher kaufen können, weil ich das Geld einfach nicht gehabt habe. Ich habe mit null angefangen. Ja? Ich musste so wenig Geld wie möglich investieren in Werkzeug und aktiv so viel Geld wie möglich dazu zu mir verdienen, damit ich zu dem Status komme, wo ich vielleicht heute bin. Eigentlich bin ich nicht wirklich viel weiter gekommen. Also wenn ich mal ehrlich bin, ich habe zwar jetzt hier einen Two-Store auf 500 Quadratmeter Halle, ich weiß nicht, 18 Mitarbeiter oder 20 Mitarbeiter. Trotzdem muss ich noch immer das Geld umdrehen, wenn ich mir Werkzeug kaufen möchte. Also irgendwie hat sich das nicht geändert, aber ich lebe das auch so. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht der Mensch, ich liebe Werkzeug, aber es ist halt nicht tatsächlich notwendig. Wie würde ein normaler, mechanischer Manometer ausreichen. Ja, ich empfehle immer trotz allem eine mit vier Schläuchen, also eine vier Wege, es gibt immer Diskussionen, ist das jetzt vier Wege, ist das drei Wege, egal. Vier Wege empfehle ich immer, damit ich halt die Flasche, zum Beispiel den Schlauch von der Flasche gleich mit evakuieren kann, wenn ich evakuiere, oder dass ich einen Kurzschluss machen kann, vernünftig, etc., etc., etc. Das empfehle ich immer. Das heißt, hier vielleicht, wenn man es billig kauft, vielleicht die 40, 50 Euro mehr auszugeben, eine Vierwegebrücke zu haben. Ja. Aber es reicht vollkommen aus. Weil im Endeffekt, wir müssen den Druck messen. Wir müssen verdammt nochmal nur einfach einen Druck messen. Und den kann ich in jeder App, ich kann den manuell in einem Rechenschieber, ich glaube, ich hatte da vor kurzem sogar noch so einen alten Rechenschieber liegen. Ich guck mal hier, ob der da noch rumliegt. Nein, leider nicht. Ich hätte jetzt gehofft, ich habe noch so einen alten Kältemittel-Rechenschieber. Ich weiß garantiert hier bei YouTube irgendjemanden, der den sicher tatsächlich noch hat. Ja, und ich kann mir auch den Namen schon grundlegend denken, wer sicherlich noch sowas rumliegen. Aber ich hatte erst vor kurzem noch nie rumliegen. Aber gut, macht man heutzutage mit einer App. Ja. Das heißt, ich kann mir den Druck ja auch meine Verdampfung oder Kondensationstemperatur ja umlegen lassen. Anhand der App, ich kann es auch sagen, bin ich flüssig, bin ich gasförmig, das kann ich alles tun und machen. Ja? Somit besteht keine Notwendigkeit, jetzt eine digitale Manometer zu kaufen, der natürlich weitaus mehr kostet. Klaro doch, ja, jetzt fangen wir mit der Diskussion an, Klimaanlagen. Ja, Klimaanlagen mit R32 oder mit R410A, die natürlich einen anderen Füllanschluss haben, als wie normale Gewerbeanlagen und weit höhere Drücke haben. Ja, oder ich mit meinen ganzen Spezial-Tiefkühlkältemitteln wie 508 oder R23, wo ich ganz andere Drücke fahre, wo ich schon im Stillstand 20, 30 Bar zum Teil auf meiner Manometer drauf habe. Das sind natürlich die Analogen, muss man halt ein bisschen aufpassen, ja.
Gefühl ist da gefragt. Oder man darf halt nicht unbedingt gerade den R134A Niederdruck auf einer 410A Anlage, der halt nur bis 10 bar geht, ja, auf eine R410 Anlage draufgeben oder R32. Also man sollte halt schon achten, was man tut, was man macht. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, hergeht, naja, dann nehme ich halt 2 Manometer. Na, dann bin ich aber auch schon wieder beim Preis bei der digitalen. Ja, also wenn ich 2 analoge, ich rede jetzt mal ein bisschen vernünftiger analoge kaufe zu einem digitalen, dann bin ich natürlich schon wieder live dabei. Wenn ich natürlich die jetzt irgendwo bei eBay Kleinanzeigen oder Amazon oder ich darf hier keine Werbung machen von diesen ganzen Plattformen, weil ich es auch keine Ahnung habe, ich habe es bis dato noch nicht gemacht. Ich habe bis dato alles immer nur beim Kälte Großhandel gekauft. Ich habe mir noch nie irgendwo was bestellt, werde es jetzt machen, ja, einfach nur zum Testen, wie das so ist, aber habe es selber noch nicht gemacht, deswegen könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, die Leute, die es getan haben, wie glücklich seid ihr oder wie zufrieden seid ihr mit den Sachen. Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es sehr, sehr viele Leute schon gemacht haben und ich sehe auch immer wieder diverse Messgeräte im Umlauf, die ich halt so beim Funkate Großhandel im Nachbereich, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz Bereich, nicht kenne. Ja, und somit gehe ich mal davon aus, dass die irgendwie über das Internet bestellt worden sind. Und wenn ich so die Leute anspreche, sagen sie, ich habe kein Problem, ich will hier nur den Druck messen. So, Temperatur. Ja, ich muss jetzt keine Bluetooth-Fühler nehmen. Ja, es reicht ein normaler Thermometer, aber halt die Möglichkeit, einen Anlegefühler drauf zu haben. Das ist halt dann schon eine Sache, die ich sage, das Geld sollte man investieren, ja, dass man einen Anlegefühler hat, weil was wollen wir? Natürlich wollen wir Ausblastemperaturen messen, natürlich wollen wir aber auch Oberflächentemperaturen messen. Ja. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, dass ich eine Oberflächentemperatur als auch eine Ausblas- oder Ansaugtemperatur messen zu können. Also sowohl als auch gibt es mittlerweile auch schon mit sehr, sehr günstig, ja, von diversen Herstellern, ja, wo ich einen Fühler drauf habe, der alles kann. Ja, der kann sowohl die Oberflächentemperatur messen, als auch natürlich Ausblasen und Einblasen, ohne dass ich Fühler tauschen muss. Also kann man auch schon mittlerweile sehr, sehr günstig kaufen. Ja. Wo ich jetzt zum Beispiel ungern spare, sind zum Beispiel bei Strommessgeräten oder sowas in Richtung, weil auf die verlasse ich mich schon vom Leben her aus, ja. Aber auch hier muss ich ganz ehrlich zugeben, das sind keine Umkosten. Ja. Es gibt so den einen oder anderen Händler hier in Wien nicht mehr, kann man halt online bestellen, ja. Aber das ist halt eine gewisse Marke, die, glaube ich, dann jedem ein Begriff ist, bei diesem blauen Logo da, was mit C anfängt, und die funktionieren. Sie sind jetzt nicht das Güldene vom Ei, ja, aber sie funktionieren. Ja, sie funktionieren. Ich habe jahrelang mit so etwas gearbeitet. Ich habe jahrelang damit Anlagen repariert und auch im Tiefstemperaturbereich repariert. Was ich natürlich noch empfehle, wenn ich analog zum Beispiel einen Manometer fahre, ist natürlich ein Absolutmanometer. Der kostet halt. Ein Absolutmanometer, damit ich wirklich vernünftig, wenn ich Vakuum messe, dass ich es auch richtig messe und damit ich auch schaue, okay, was mache ich hin und her, bla bla, ja, was sind da wirklich für Angaben, wo will ich hin evakuieren, etc., etc., dann wäre ein Absolutmanometer natürlich sehr, sehr wichtig und dann sind wir auch jetzt schon wieder so bei dem Bereich, lohnt sich nicht doch vielleicht eine kleine günstige Digitale, die das vielleicht schon mit hat oder nicht, ja, muss man sich ja zusammenrechnen. Ich kenne die Internetpreise nicht, ja, ich weiß es nicht, ja, müsste sich mal einfach mal durchrechnen, ob es sich dann schon wieder rentiert, ja. Also das sind so Sachen, die sollten da sein. Eine vernünftige Vakuumpumpe sollte da sein, ja. Aber es kann auch eine günstige sein. Selbst ich selber habe, und ich evakuiere sehr viel, ich mache wirklich sehr viel und für mich ist Evakuieren überhaupt ein sehr wichtiges Thema, ja, weil ich der Meinung bin, dass das halt viel zu vernachlässigt wird. Super. Also ehrlich, Leute, dieses Festnetztelefon läutet normalerweise nie. Aber jetzt, wo ich ein Video drehe, dann muss natürlich dieses Telefon läuten. Doku, viel Spaß. Der geht an dich. Ich brauche nicht die High-End-Ausstattung. Wie gesagt, bei der Vakuumpumpe habe ich selber nicht die teuerste. Natürlich, es gibt hier diverse Hersteller, wo die Vakuumpumpe 400, 500, 600 Euro kostet. Ja. Ich selber habe eine Vakuumpumpe, mit der ich absolut zufrieden bin, ja, was A2L tauglich ist, das zumindest für R32 tauglich ist. Theoretisch auch A3 Kältemitteln kann, aber noch nicht die Zulassung dazu hat. Auch von eher einen nicht so namenhaften Hersteller. Und ich bin
top glücklich damit. Ja, meine gesamte Firma, also jeder Techniker, glaube ich, ist mittlerweile mit dieser Pumpe ausgestattet. Wir haben überhaupt gar keine Probleme, weil das Problem machen wir uns selber, wenn wir natürlich nicht den Absolutdruck messen, ja, und nicht weiß, wo wir hinfahren und nicht dementsprechend einen Ölwechsel machen oder sonst was in Richtung, machen wir uns die Probleme selber. Oder wenn ich natürlich die falsche Vakuumpumpe für die falsche Anlage will. Wenn ich mit dieser Mini-Akku die cool sind für kleine Sachen oder für Schnellreparaturen, so eine kleine Akku-Vakuumpumpe ist ein cooles Gadget. Ich habe selbst eine mal zum Testen. Wenn ich das natürlich so eine Akku-Vakuumpumpe auf einer Anlage, wo ich alleine eine Saugleitung von Dimension von 54 habe, da werde ich nicht weit hupfen. Ja, da bringt auch, wenn die Vakuumpumpe 600 Euro kostet oder 1000 Euro kostet, ja, wenn sie nur so klein ist und nicht das Fördervolumen hat, ja, dann wird es halt nicht funktionieren. Ja. Das heißt, wenn man natürlich sich auch günstig Werkzeug kaufen möchte, liegt natürlich auch in der Einkasse, sollte man auch wissen, was mache ich, was habe ich vor. Wenn ich mich jetzt frisch selbstständig mache, müsste ich ja theoretisch oder rein theoretisch, nicht so wie ich, ja, aber jeder normale Mensch hat normalerweise einen Plan. Der hat einen Plan zu sagen, okay, gut, ich fokussiere mich auf Klimaanlagen. Wenn ich mich sage, ich fokussiere mich auf Klimaanlagen, dann überlege ich, was brauche ich für Klimaanlagen eigentlich für aktuell für Werkzeug. Ich brauche ein Mördelgerät, ich brauche vielleicht ein günstiges kleines Lötgerät, weil ich ab und zu mal was löten muss. Wenn ich ab und zu mal was löten muss, muss ich mir jetzt nicht unbedingt gerade das schweineteure Punkt, Punkt, Punkt kaufen, ja, um 600 Euro oder um 500 Euro mit Sauerstoff und Propanflasche und hin und her und ich muss das dann füllen lassen, etc., etc., etc. Da kann ich, blöd gesagt, zum nächsten Baumarkt gehen, ja, auch die bieten mittlerweile an, so ein kleines mit so einer Sauerstoffkartusche und einer Propankartusche oder so ein Gasmixkartusche, also Sauerstoff und das zusammen, damit ich auch auf diese guten Temperaturen komme, die wir brauchen zum Hartlöten. Klar, es geht natürlich auch diese Maxigas-Geschichten und sowas in Richtung, funktioniert natürlich auch bis zu gewissen Dimensionen, ja, aber die günstigste Variante ist das hier, das kostet vielleicht 200 Euro sowas in Richtung, ich kann mir die Flasche, wenn sie leer ist, werfe ich weg, ja, und fahr zum nächsten Baumarkt und hol es mit dir, weil jeder Baumarkt das selber hat. Ja. Also ich brauche noch nicht einmal irgendeinen Namen nennen oder sowas in Richtung. Brauche ich gar nicht, ja, weil das hat ja jeder dort liegen mittlerweile. Ja. Und komme damit aus, wenn ich ab und zu mal eine Lötstelle mache. Wenn ich natürlich solche Anlagen baue wie ich, ja, der braucht natürlich einen Brenner, der 400 Euro kostet. Ja. Wenn ich ein 108er mm Rohr löte oder ein 90er mm Rohr löte, ja, dann komme ich natürlich mit so einem Feuerzeug für Erwachsene nicht weiter. Ja. Dann brauche ich halt natürlich halt hier das, was mich geil macht. Darf man das sagen im Internet? Man muss sich halt im Klaren sein, was mache ich. Ja? Und wenn ich sowohl als auch, und ich möchte Gewerbe machen, ich möchte Klima machen, und ich möchte das machen, und ich möchte das machen, und ich möchte das machen, man soll sich immer irgendwo, ja, gerade wenn man sich selbstständig macht, oder gerade wenn man in die Kette nicht einsteigen möchte und vielleicht das ein oder andere machen möchte, auch da habe ich immer wieder Fragen, so, ich möchte einsteigen und hin und her in die Kettentechnik, wo soll ich mich hin orientieren? Sucht euch einen Bereich mal aus. Ja? Sucht euch einfach mal einen Bereich aus, schnuppert dort einfach mal hinein und dann schaut einmal überhaupt, dass man handfest wird. Und genau dasselbe finde ich bei der Selbstständigkeit. Wenn ich sage, okay, ich verkaufe am Tag, weiß ich nicht, eine Klimaanlage oder zwei Klimaanlagen und ich kann damit super leben, ja, warum denn nicht? Und dann brauche ich aber auch nicht so viel massives Werkzeug. Da ist es dann eher wichtiger, in die Kategorie zu gehen, Kernbohrmaschinen, vernünftige Bohrmaschinen, vernünftige Bohrer, vernünftige Abdeckmöglichkeiten, Staubsauger, bla 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 bla. Da gehen wir in die Richtung. Ja? Aber selbst da, wie ich meine ersten Klimaanlagen montiert habe, habe ich mir eine Durchbruchsmaschine von einem ganz, ganz billigen Hersteller mit rotem Logo, ja, zu einem ganz günstigen, ja, gekauft, ja, weil ich konnte mir auch nichts anderes leisten. Da hat die Maschine nichts gekostet. Da war der Bohrer teurer oder zehnmal teurer war die Bohrkrone, als was die Bohrmaschine selbst gekostet hat. Ja. Die Bohrmaschine war ja damals 150 Euro gekostet, mit der habe ich meine ersten Klimaanlagen montiert, mit der habe ich meine ersten Durchbrüche gemacht. Man kann sehr gut mit einfachen Mitteln und mit wenig Euro in die Kältetechnik einsteigen. Ja. Man ist vielleicht in den einen oder anderen Sachen natürlich eingeschränkt, weil ich mit normalen Standardthermometern natürlich kein minus 80 Grad Celsius oder minus 100 Grad Celsius Schrank reparieren kann, weil ich natürlich auch einen Thermometer brauche, der für diesen Temperaturbereich geht. Wenn ich aber jetzt hier, jetzt blöd gesagt, und ich will das jetzt nicht abwertend machen, natürlich Klimaanlagen, aber ich nur Klimaanlagen montiere, ich mache normale Segelspitzanlagen, warum brauche ich da jetzt die High-End Desto-Manometerbrücke? Ja, ich muss mich da einmal anhängen, ja, um eine Druckprobe zu machen. Ich muss mich einmal anhängen, um zu evakuieren. Wenn ich jetzt durch einen Absolutmanometer draufhängen würde, um wirklich sicher zu gehen, dass ich richtig evakuiert habe, yeah, nice to have. Ja. Und gegebenenfalls, wer Überhitzung messen, ja,
wenn wir uns ganz, wenn wir jetzt unter uns jetzt hier, unter uns hier im Internet darüber reden, wie viele Leute messen tatsächlich die Überhitzung bei Klimaanlagen. Ja. Einige ja, ist mir klar, kenne ich auch und ich finde, das befürworte das auch natürlich, dass man zumindest mal misst, was macht das und das dokumentiert, dass man halt im nächsten Jahr zum Beispiel der Erwartung weiß, hey, da passt was nicht. Aber ich kenne natürlich auch sehr viele Leute, die machen es nicht, also brauchen die einen Manometer. Ja, und einen Thermometer, um die Ausblasstemperatur für an der Klimaanlage. Aber das, da geht ein 15 Euro Thermometer vom Baumarkt, digital. Ja, den ich da einfach hinhalte und halte. Also es ist möglich, ich brauche ein vernünftiges Bördelgerät. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Klimaanlage nicht löte, sondern Bördel, ja, sollte ich schon halt ein vernünftiges Bördelgerät kaufen. Aber selbst da gibt es mittlerweile Hersteller, offiziell, also die brauche ich nicht im Internet suchen oder sonst was nicht. Es gibt mittlerweile Hersteller, auch bei den unseren Großhändlern, bei unseren Fachmärkten, die vernünftig günstige Bördelgeräte anbieten. Ja, also vernünftig, und da rede ich hier nicht von diesem ganz, ganz billigen irgendwas, sondern ich rede hier von einem Taumelbördelgerät, was wirklich schöne, saubere Bördel macht, mit Radschnüff, also mit der Funktion natürlich, dass er abschnappt, wenn das Bördel fertig ist, ohne dass ich da anfangen muss zum Zehen oder so, um sehr, sehr günstiges Geld. Ja. Also ich sage mal, um eine Grundausstattung zu schaffen, um mal überhaupt Geld zu verdienen, ja, brauche ich nicht so viel Geld ausgeben. Ja, wie gesagt, Manometer, wenn ich jetzt recovern muss, ja, auch da, also nein, es muss nicht sein. Ja. Das heißt, Leute, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr jetzt in dem Bereich ein teures Werkzeug kaufen sollt oder nicht, na, schreibt mir einfach eine E-Mail. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt mich auf Instagram an oder sowas in Richtung. Ich versuche, so gut es geht, natürlich jeden zu beantworten. Allen schaffe ich jetzt leider auch nicht. Ja. Aber ich arbeite mich immer wieder Schritt für Schritt durch. Ich gebe mir Mühe, aber ich habe halt auch einen normalen Job, mit dem ich meine Sucht befriedigen muss, damit ich mir ein neues Werkzeug kaufen kann. Ja? Ich hoffe, ich konnte jetzt hier den einen oder anderen ein bisschen weiterbringen, aber auch allen unseren ganzen Azubis und Lehrlingen natürlich gesagt, ja, wenn ihr nicht das Beste vom besten Werkzeug von eurem Chef bekommt, ja, ihr könnt trotzdem damit arbeiten. Es nur weil das nicht das Neueste vom Neuesten ist. Und der Star-Techniker hat ja diese mega Manometerbrücke mit, weiß nicht, Touchscreen und keine Ahnung, vibriert und man kann es in die Hose stecken. Whatever. Ja. Man muss es nicht haben. Ja, es ist natürlich nice to have, aber zum Anfangen, um Erfahrung zu sammeln und um irgendetwas zu machen, muss ich jetzt nicht das Neueste von Neuesten, das Beste von Besten haben. Ich habe mich so selbstständig gemacht. Ich habe mich mit einfachen Mitteln und mit ganz einfachen, günstigen Werkzeugen von meiner Garage bis zu meinen derzeitigen 500 Quadratmeter hochgearbeitet. Ja, und das innerhalb von den letzten Jahren. Und ich bin sehr zufrieden damit. Und was ich noch ganz, ganz wichtig, kurz bevor ich hier jetzt abschließe, sage, und übrigens einen Druckschalter einzustellen, ja, zum Beispiel Pump Down oder Hochdruckschalter, finde ich persönlich noch immer tausendmal besser mit einer analogen Manometerbatterie als mit einem digitalen. Da können mir alle digitalen Hersteller sagen, was sie wollen. Ich finde es einfach geiler, mit einem vernünftigen analogen Manometer das einzustellen. Somit habe ich auch immer einen analogen im Auto. Denkt darüber nach in diesem Sinne. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Abo. Ja, teilt das Video weiter. Besucht mich auf Instagram, auf TikTok. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönes Wochenende. Ciao.